Meine Damen und Herren, verehrte Gäste auf der Besuchertribüne, ich darf Sie herzlich begrüßen zur 75. Plenarsitzung des Hessischen Landtags. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich Folgendes erklären. Im Vorfeld der uns ja allen bekannten Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages, aber vor allem auch danach, hat es heftige verbale Angriffe gegen Abgeordnete des Deutschen Bundestages, insbesondere der Kolleginnen und Kollegen mit türkischer Herkunft, gegeben. Dass sich daran auch der türkische Staatspräsident beteiligt hat, findet ebenso und sehr deutlich unsere Kritik. Da diese Entwicklung nicht nur unmittelbar Abgeordnete des Deutschen Bundestages betrifft, sondern mittelbar einen jeden gewählten Volksvertreter, bedarf es nach meiner Einschätzung dieser Erklärung. Wir stehen als Abgeordnete, auch der Deutschen Landtage und im Speziellen unseres Hessischen Landtages, in solidarischer Verpflichtung mit unseren Kolleginnen und Kollegen türkischer Herkunft. Ich möchte dies am Beginn unserer heutigen Sitzung deutlich machen und darf dazu den Herrn Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammer zitieren. Wir Abgeordnete stellen uns jeder Kritik, und wir ertragen auch persönliche Angriffe und Polemik. Doch jeder, der durch Drohungen Druck auf einzelne Abgeordnete auszuüben versucht, muss wissen, er greift das ganze Parlament an. Und weiter sagt Lammert, dass ein demokratisch gewählter Staatspräsident im 21. Jahrhundert seine Kritik an demokratisch gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit Zweifel an deren türkischer Abstammung verbindet, ihr Blut als verdorben bezeichnet, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich schließe mich ausdrücklich diesen Aussagen des Herrn Bundestagspräsidenten an. Meine Damen und Herren, dazu ist auch nichts hinzuzufügen. Es ist vielleicht richtig gewesen, dieses Zitat zu nehmen, ohne eigene Worte zu finden, weil sie deutlich machen, was wir meinen und was wir denken. Ich glaube auch, dass es richtig war, dies am Anfang festzustellen. Dass wir allerdings am heutigen Tage noch etwas Zusätzliches haben, was einem Parlamentskollegen von uns in England passiert ist, in Großbritannien, hätte ja auch keiner für möglich gehalten. Deswegen will ich sehr gerne Joe Cox hier einbeziehen in das, was ich gesagt habe. Es ist einfach ein verdammt hoher Preis, den ein Abgeordneter für seine politische Überzeugung zahlt, beziehungsweise Joe Cox bezahlt hat. Deswegen bedarf sie ebenso unseres Gedenkens. Und abschließend, weil wir es auf dem Merkplatz gemacht haben, möchte ich noch hinzufügen, dass wir da draußen mit Abgeordneten und nicht Abgeordneten, Bürgerinnen und Bürgern zusammen waren. Im Hinblick auf die Toten von Orlando war die angemessene Beteiligung an der großen Trauer für die Opfer von Orlando. Ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, ich frage nun nach der Beschlussfähigkeit des Hauses, die ich jetzt feststelle. Widerspricht jemand? Das ist nicht der Fall. Dann können wir in die Tagesordnung insofern eintreten, dass wir zunächst einmal sie ergänzen. Die Tagesordnung vom 14. Juni 2016 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 68 Punkten liegt Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag entnehmen können, haben wir den Punkten 63 bis 67 unsere aktuellen Stunden, die wir gemäß Geschäftsordnung mit 5 Minuten pro aktueller Stunde abhandeln. Interfraktionell wurde vereinbart, dass Top 67 nach Top 65 und danach erst Top 66 aufgerufen wird. Wir beginnen mit den aktuellen Stunden, wie gehabt, am Donnerstag um 9 Uhr. Auf Ihren Plätzen liegt ein dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend digitale Agenda für das Recht digitalen Hausfriedensbruch bestrafen. Drucksache 19-3507. Wird die Dringlichkeit bejaht? Trotz allem wird sie bejaht. Dann ist das auch ein neuer Top. Und das wird die Ziffer 69 auf unserer Tagesordnung. Wir können es mit der Regierungserklärung zu Top 2 aufrufen. Kein Widerspruch, dann verfahren wir so.
Damit sind auch keine weiteren Anträge zur Tagesordnung vorhanden. Wir können sie damit genehmigen. Spricht jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Dann ist sie so beschlossen. Wir tagen heute bis 19 Uhr. Wir beginnen mit der Fragestunde und danach mit Top 2. Herr Kollege Banzer hat sich für heute entschuldigt, aus Krankheitsgründen. Meine Damen und Herren, die Auswahl der 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen Lichtgestalten haben die Schülerinnen und Schüler des Orientierungskurses Politik und Wirtschaft der E-Phase des Theodor-Heuss-Gymnasiums Homberg-Efze getroffen, die vom 17. bis 19. Mai an einem Seminar im Zentrum der Landespolitik teilgenommen haben. Unsere Promis hinter uns sind Goethe, Johann Wolfgang von, Konrad Zuse, Anne Frank, Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Otto Hahn und Konrad Duden. Einen besonderen Geburtstag, weil er rund war, konnte Herr Kollege Caspar am 31.05. begehen. Lieber Herr Caspar, herzlichen Glückwunsch für Ihren Geburtstag. Alles Gute für Sie, Gottes Segen und viel Gesundheit. Applaus 20 Jahre später, nach Herrn Caspar, wurde Herr Heinz geboren. Da kann man es ja auch formulieren. Lieber Herr Christian Heinz, auch Ihnen einen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem runden Geburtstag. Auch Ihnen alles Gute und gute Gesundheit für die Zukunft. Applaus